Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Oblivion. Ab sofort als kleiner Schwertkämpfer mit Dolch. Und wir werden uns einfach mal ein bisschen durchprügeln, gucken, wie weit wir das schaffen. Ich werde noch ein bisschen Magie mit einsetzen, dass wir ein bisschen Variation kriegen. Ne, Kollege? Ihr seid zu zweit. Diese Scheiße. Ihr seid scheiße. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass der hier einfach nichts bringt. Tretet leise auf, haltet euch im Schatten und tut alles, um nur nicht entdeckt zu werden. Ihr seid nun Lehrling des Schleichens. Wenn ihr schleicht, fügt ihr nun jedem Angreifenden, der euch nicht zuvor bemerkt, zusätzlich Schaden zu. Cool. Vor allem, die bemerken mich jetzt nicht, ne? Mach weiter, Bro. Bro? Da, guck mal. Hallo? Okay. Ich mache jetzt Schaden. Schön. So gefällt mir das doch. Ich habe mich nicht mal berührt. Ja, ich denke, so kann es weitergehen. Wie er da angesprungen kam. Einfach schön, einfach schön. So kenne ich mir das. Oh. Mal sehen, was haben wir hier noch? Eine Truhen. Ach Gott. Warte kurz. Ich hab nur zwei Dietriche. Ich muss speichern, sonst kriege ich das nicht auf. Drei Dietriche. Ich hatte schon mal mehr. So. Kriegshammer. Ja, mit zwei Schaden. Wow, das ist der Hammer. Das ist der Hammer, ey. Okay, drehen wir. Dann drehen wir die auch nochmal. Och nö, das ist ein Rätsel. Verdammt! Das war falsch. Den hier habe ich zuletzt runtergelassen, ne? Ja! Okay. Jetzt ab. Was soll's? Leben entdecken. Seht ihr mal, es hat sich alles schon verbessert. Wir haben jetzt Schleichen erhöht und somit ist unser Schaden einfach exponentiell nach oben gestiegen. Einfach pfiou! Schaden. Kriege ich eigentlich jetzt auch langsam wieder ein Level up? Ich bin kurz davor. Cool. So kenne ich wieder das, Freunde. Okay, dafür gönne ich mir mal den Bogen. Die Erfahrung muss ich mir gönnen. Wie viele Pfeile habe ich mittlerweile gesammelt? Oh, wieder ein paar. Was wollt ihr schon machen, hä? Das ist gratis Erfahrung. Eigentlich kann ich wieder zurück auf die Beschwörung gehen, ne? Wenn es wirklich so ist, dass ich jemanden so krass hitte,
mit dem Beschworenen. Dann sollte ich damit immer den Anfangsschaden machen, definitiv, weil mal 6 ist schon. Ihr müsst euch mal vorstellen. 3 mal 6 sind 18 Damage. Schaffe ich nicht mal mit meinem Bogen. So. Wie er sich freut. Freu dich nur, Kleiner. Und vor allem mit dem Dolch bemerken die mich nicht. Es sei denn, es ist verdammt laut. Oh, scheiße. Habe ich meine Flamme irgendwo? Flamme, wo ist sie da? Welche Nummer? Ach, ich habe die noch gar nicht vergeben. Ich kann die aber schlecht jetzt auf 7 machen, oder? Oh, dann mache ich die auf 7. Take these. Ich habe auch so ein schickes Schild. Und ich sehe gerade ein Bett. Hast gedacht, ich schlag zu, ne? Ja. Oh, ich werde besser im Spiel. Ja? Ich werde besser, definitiv. Der Dietrich, sehr schön. Ein weiterer Dietrich. Gehäutete Ratten. Nö, die lag noch auf dem Bauch. Ich wollte doch den Scheiß nicht mehr mitnehmen, ganz ehrlich. Oh, Dietriche. Das war's? Ja, wir haben alles. Gut, gehen wir zurück. Und das sehr erfolgreich. Wir haben vieles dazugelernt. Wir haben auf jeden Fall einen richtig schönen kritischen bekommen. Sechsfacher kritischer. Das ist richtig gut. Wenn ich jetzt noch mein Schwertkampf weiter verbessere. Stellt euch nur die Ausmaße vor. Wenn ich auf 5 Damage komme, sind es 30 Damage insgesamt. So, ja, wir laufen richtig perfekt. Ich hab gar nichts gemacht, wieso verbessert sich meine Athletik? Apropos. Okay, Schwertkampf haben wir fast auf 24 noch. Ja, noch einer haben wir Lehrling. Dann haben wir Lehrling, Freunde, dann geht's ab. Dann machen wir noch ein bisschen mehr Damage. Eigentlich muss ich so einen heftigen Schlag machen. Nicht nur einfach so, sondern einen richtig heftigen Schlag. So, bestimmt noch mehr Damage. Sollte ich mir merken. Wie wir das Maximum an Damage raushauen. So eine Anzeige, wie viel Damage ich mache, das wäre noch ganz cool. Gibt es sowas? Ich würde mich freuen. So, da sind hinten noch ein paar Hütten. Können wir auch hingehen, ne? Ja, nein. Da waren wir bereits. Eigentlich laufen wir gerade in die falsche Richtung. Eigentlich wollten wir doch nach oben. Gehen wir Richtung Skingrad. Gucken wir, was wir auf dem Weg da hinten finden. Da ist was. Ach, ich weiß, warum es hier so ruhig ist überall. Klar, die Oblivion-Tore sind noch nicht offen. Wenn die Oblivion-Tore offen sind, dann sind hier auch ein bisschen mehr Gegner, weil überall halt diese Tore sich öffnen. Man kann da reingehen und Spaß haben. Aber die werden wir erst in der nächsten Staffel öffnen. In der ersten Staffel möchte ich erstmal ein bisschen Entspannung haben. Wurde mir auch geschrieben, dass ich in der ersten Staffel das noch nicht machen soll. Deswegen werden wir das in der zweiten machen. Ganz entspannt. Ohne Druck, ohne Stress. Niemand hier?
Zumindest niemand Lebendes. Oh nein, das sieht nach Geistern aus, ne? Nur nach diesen fliegenden Viechern. Ah! Ja, fliegende Viecher. Zap! Verdammt. Nein, das wollte ich gar nicht. Lass mich bei Zauber erstmal auswählen. Verdammt, Akku! Stirb! Och Mann, wie hast du mich entdeckt? Ich bin doch ein Meister des Schleichens. Heilige Scheiße. Ich bin schon besser geworden im Schlossknacken. 35 habe ich schon Skill, krass. Eisenstiefel. Geile Nummer. Braucht doch jeder unbedingt. Ich muss noch ein Mikro anders hin tun. So, dann kann ich auch meine Tastatur sehen. Jedes Mal muss ich raten, wo die Knöpfe sind. Ist auch ein bisschen ungünstig, ne? Ein Bett gebrochen. Ernsthaft. Da höre ich irgendwas. Irgendwie. Macht da irgendjemand. Das ist eine gute Idee, Spiel. Das ist eine gute Idee. Vielleicht soll ich das wirklich mal machen. Ihr habt die Macht, ne? Eure Magie wieder aufgeladen. Nun ist sie wieder verbraucht. Ah, okay. Ist wirklich zum Mana aufladen. Wait a second. Nee, da waren wir noch nicht. Natürlich wurde ich schon entdeckt. Bullseed. Aber so geht das. Ein bisschen Magie in der Hand. Alles so quer und durch. Mal Bogenschütze, mal Schwertkämpfer. Ja, stimmt, ich kann situationsabhängig kämpfen. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Habe ich gerade jemand von der Seite angegriffen? Jetzt hör auf auszuweichen. Jetzt habe ich keinen Mana mehr. Ich drehe durch. Warum sind die jetzt zu zweit eigentlich? Das lebt einfach noch. Ja, der zweite ist ganz auch auf mich abgesehen. Cool, jo. Das ist noch ein dritter. Das ist einfach noch ein dritter, ey. Kann ich den nicht hierher locken in die Falle? Hahaha, er ist in der Falle. Ich weiß nicht, was es bringt, ob er stirbt oder was da drin überhaupt passiert.
Und wenn wir Glück haben, ist am Arsch. Da ist noch mehr von den Viechern, ne? Ja, irgendwie hat es nicht gebracht. Leider. Ja, cool. Kann wieder schlafen. Oh Gott, das ist so verwirrend. Wieso seid ihr so stark? Es sieht aber aus, als würde der Boden nach oben fahren. Fuck, 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 fuck. Du wirst mich nie kriegen. Oh. Okay. Ich würde da gerne hochgehen. Frage ist nur wie. Komm, du bist eine scheiß Katze, Mann. Du wirst ja wohl hochkommen können. Okay, dann halt nicht. Lassen wir die Steine halt da. Vor allem glaube ich nicht, dass ich mich an die anschleichen kann. Ich muss hier den Pfeil und Bogen rausholen. Wie schnell die auch sterben mit Pfeil und Bogen. Ich kann nur hoffen, dass ich immer treffe und dass sie mir ein paar Pfeile wieder zurückgeben, währenddessen ich hier unten bin. Immerhin einer. Dravens Boots. Ach, das ist kein Name. Ach, das ist eine Fraktion, Leute. Wie verwirrend war das denn? Es ist seltsam, ein Spiel auf Deutsch zu spielen und dann steht er plötzlich auf Englisch. Dann denkt man, hä? Welche Schuhe sind das? Nein! Ach cool, da unten ist das nichts. Zero spielt Spielchen. Wobei, ich werde wahrscheinlich zerquetscht, wenn ich da oben lande. Ich würde halt gerne an die Steine hier rankommen. Ich hätte immer noch früher irgendwas gesehen. Alter, ist jetzt langsam mal gut. Von wem, boah, was werde ich gesehen? Ja, Feinde sind in der Nähe, ja, aber ich will ja auch nicht warten. Bist du hier drin? Okay, ich sollte definitiv erstmal mit Feuer angreifen. So. Ich werde auch nicht getroffen, das ist cool. Sehr schön. Okay, die sehen mich nicht mehr. Jetzt kriegst du einen kritischen. Das sind drei Stück, Alter. Drei Stück. Boom.
dreifach Schaden. Naja. Ja, wir sind mal reinpfeffern. Wenn ich keine Pfeile mehr habe, bin ich am Arsch. Neun Stück. Wie soll ich euch treffen, wenn ihr euch die ganze Zeit bewegt, Leute? Schießt doch mal. Ja. Vier Pfeile. Nein! Egal, ich habe ihn zurückbekommen. Das war's. Obwohl, ich habe noch Pfeile, ne? Ich habe noch Pfeile. Und jetzt sind die Triche. Pfeile. Pfeile, Pfeile. Ah, ich habe noch Stahlpfeile ohne Ende. Nice. Dann seid ihr tot. Wer schießt denn da noch, außer du? Da ist irgendwo noch ein Feuerfuzzi. Ah, hab ich dich gewohnt. Okay, erstmal heilen. Dass ich ausgerechnet auf euch treffen muss, weißt du? Kobolde, die sofort sehen, wenn ich rumschleiche. Gehen wir zu fünft irgendwo rumhocken. Ja. Ja. Gebt mir eure Steine. Oh Gott, was bist du denn? Ich war zu gierig. Immer diese Trolle, weißt du? Die ihre Schätze bewachen. Okay, rüsten wir mal wieder den Zauber aus. Zuerst pfeffern wir halt den ganzen Zauber rein in ihn. Dann bleiben wir stecken und sterben fast. Dann speichere ich kurz ab. Oh Gott, ich habe einen Schlüssel ausgerüstet. Oh Gott, ich bin in der Falle. Ich bin in der Falle! Zauber! Eisenstiefel, klasse. Okay, wo kann ich hingehen, wo ich in Sicherheit bin? Weil muss ich jetzt erstmal Heilung ausrüsten. Hör auf mich zu schlagen. Geh lieber in die Falle. Wir gehen einfach nicht in die Falle, Mann. Das stimmt mit dir nicht. Und wenn ich in die Falle gehe, bin ich am Arsch, ne? Ja. Yeah. Ist aber doch direkt hinter mir. Okay, okay, okay. Nimm mein Silberpfeil. Ich glaube, du heilst dich. Aber ich tue es ja auch. So, einfach ein bisschen im Kreis laufen. Andere Pfeile. Au! Lauf damit! Heilt er sich? Mache ich Vidus Schaden? Ich weiß es nicht. Ich glaube, der heilt sich über Zeit. Scheiße, ich steck fest. Oh Gott. All meine hübschen Pfeile, die ich gesammelt habe. Warum?
Wir haben ihn bald. Oh, nur noch 3 Pfeile. Dann müssen wir mit Magie wirken. Okay, Magie. Mein Gott, lass mich in Ruhe, Mann. Ich hab dir gar nichts getan. Ich wollte ein paar Steine klauen. Oh, scheiße, jetzt bin ich richtig am Arsch. Bin in die Falle gelaufen. Okay. Ich brauche ein bisschen Heilung. Ich habe immer einen Heiltrank, habe ich hier dabei. Ja, ich bin frei. Nein! Ja, nein! Und er hat sich wieder geheilt währenddessen, ey. Fuck it. Nein, die Falle löst sich einfach jedes Mal wieder aus. Hör auf, dich zu heilen, du Sack! Kann das sein, dass er jedes Mal, wenn er mich trifft, dass ich Schaden bekomme? Lebensenergie festigen. Intelligenz wird entzogen. Es ist jetzt ein bisschen ungünstig. Okay, Mark, ja, wiederherstellen. Ich bin frei. Nein, verdammt. Du, jedes Mal, wenn er mich schlägt, kriegt er Leben zurück. Okay. Wie? Ich kann im Moment keine weiteren Tränke zu euch mitnehmen. Okay, zum Glück habe ich ja noch die komischen Steine, ne? Oh Gott, was ein Kampf. Der heilt sich währenddessen bestimmt, der Sack. Nein, ich stecke schon wieder drin. Das ist gar nicht so schlecht, da kann ich wenigstens rückwärts laufen. Und weiß, wo ich bin. Kleiner Bastard. Wofür das Ganze? Um mich ein bisschen zu leveln. Na gut, ich habe ein paar Level bekommen. Ich habe mir irgendwelche Tränke reingezogen, die mein Leben festigen. Weiß ich nicht. So, wo war jetzt der Bereich mit diesem komischen Mana-Stein? Oh. Alter, mich fertig gemacht. Alter. Du Drecksack. War das hier? Ja, aber hier ist eine Truhe. Man könnte es mir auch einfach machen, ne? Cool. So, das war eins. Das war ein Dietrich. Ah, wieso mache ich das jedes Mal, wenn ich genug Dietrich habe? Dann bin ich unvorsichtig. So, meine Güte. Ich muss wieder vorsichtiger werden und knacken. Okay, was hat der Troll bewacht? Hier war es, ne? Vor allem, wo war der hier? Und deswegen muss ich öfters Leben aufspüren machen. Geht hier ja noch weiter? Ich muss erstmal zu Ende heilen. Wie geht's denn dann? Ich will nicht sagen Gaskammer, aber es ist irgendwo schon eine Gaskammer, ne? Hier gibt's eine kleine Gaskammer. Ach, Dreck, das ist doch nicht dein Ernst. Spiel! Tun wir das nicht an. So, eins. Zwei. Drei. Boom! Abgezogen! Stab, Stille für 5 Sekunden. Basisring des Feuerschilds. Feuerschild 7% an selbst. Das ist cool. Trollfett, Goldnugget. Oh, das war ein guter Loot. Da freue ich mich drüber. Gib mir mal das Feuerschild-Ding. Ach, und da ist der Ausgang. Ja, cool. Das war eigentlich mal eine Höhle, die sich gelohnt hat, weißt du? Ich meine, gut, da war ein heftiger Gegner drinne.
Zumindest hier jetzt für den Anfang. Aber ansonsten... erfolgreich. Ja, gut, Freunde. Mit diesem erfolgreichen Ring des Feuerschilds für 7%. Das heißt, wir haben eine kleine Dornaura quasi, wenn man uns schlägt. Dann kriegt man, ja, ich glaube 7% Schaden zurück an Feuerdamage. Keine Ahnung, irgendwie so ähnlich. Vielleicht ist es doch nur ein Feuerschild, mit dem man zaubern kann. Eine Stärke von 7%, was natürlich dann nicht so gut ist. Aber gut. Ja, wir sehen uns morgen wieder zu einer neuen Folge. Haut rein, euer Zero. Tschüss.